Diesel 4.8, wie werde ich diesen Plattenvertrag jetzt wieder los? Neben überharten Vertragsverhandlungen, in denen man keinen Schritt nachgibt, kann man aber auch durch subtilere Aktionen das Verhältnis zwischen Plattenfirma und Künstler dauerhaft schädigen. 2005 hat uns unsere neue Plattenfirma zum Einstand eine nagelneue, ultrateure Digitalkamera geschenkt, damit wir unsere Erlebnisse auf Tour zukünftig besser festhalten können. Die Freude unsererseits war riesig. Schließlich hatten wir bis dato noch nie so ein futuristisch anmutendes technisches Gerät in unserem Besitz. Vor der Abfahrt zum nächsten Konzert, bei der die Kamera ihr Debüt feiern sollte, hat Sivi seine Reisetasche inklusive der neuen Kamera hinter den 3,5 Tonnen schweren Turbus gestellt, diese dort vergessen, ist eingestiegen und wir sind schwungvoll im Rückwärtsgang drüber gefahren.